Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Pictures Man of Madness. Sparrix, warum sagst du immer Dark Pictures? Ja, weil die Dark Pictures-Reihe tatsächlich eine Spielreihe wird. Und ich habe vor, sie alle zu haben. Ne? Gotta catch them all und so. So, die Narobi und ich, wir sitzen hier und ich freue mich schon. Ich bin unglaublich gespannt auf meinen Part, weil sie hat ja anscheinend das Schlimmste jetzt überstanden, hoffe ich. Oder nicht? Ich weiß nicht. Egal. Ach, der Hurensohn. Der. Unser Dingeling hat. Ja. Fantastisch. Das wird ja wirklich immer besser. Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Und dann gehe ich da rein und ertrinke einfach. Was hältst du davon? Das ist doch das Atemgerät für ein paar Minuten. Es gibt ja, ne? 472 Nieten in diesem Raum, was nur eins heißen kann. Ich bin schon viel zu lange hier. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen. Nein, besser nicht. Wir müssen checken, ob alle okay sind. Scheiße! Ist was passiert? Warte du hier beim Funkgerät. Ich gehe ihnen nach. Oh, Conrad. Ernsthaft, Conny? Diesmal redest du dich nicht raus. Das ist ein Irrer mit Knarre. Ich schaff das schon. Ich hab's verbaut. Dicken, fetten Hammer in der Hand. Pass gut auf dich auf. Ich rufe Hilfe, sobald das Funkgerät wieder läuft. Also komm auch ja schnell zurück. Wir haben doch schon Hilfe gerufen. Koordinaten wurden doch auch schon durchgegeben. Okay. Gut, brauche anscheinend nicht allzu viel, um jemanden zu überreden, zu gehen. Alleine. Das mit Brad tut mir immer noch so leid. Ja, Brad hast du ja, stimmt. Du hast ja Brad auf dem Gewissen. So was haben wir hier, keine Ahnung, gar nichts. Laufe ich überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Aber kein normaler Mensch. Oh Gott, kann ich da durch? Drücken oder ziehen. Geht nicht. Aber kein normaler Gamer, der. Kein normaler Mensch läuft einfach in die Richtung, wo man hin soll. Sondern gar nicht. In Super Mario laufe ich auch immer sofort nach links. Klar könnte. Nein, sowas gibt es nicht. Ich glaube, die sind runtergekracht. Ja. Gut, das Spiel ist halt einfach so linear. Das ist ich habe nicht so viel Freiraum, glaube ich. Da war was. Was? Ja, ich glaube, es kam dir nur so vor. Aber das Leuchten ist ja eigentlich sehr penetrant. Ja, so aus dem Augenwinkel. Mann, wird sich das für einen Jumpscare anbieten hier alles. Ja, gut, warum nicht? Herunterlassen. Mit der Hose. Eine Hose runterlassen. Und tschüss. Alle barfuß, ich liebe es. Und überall Rost und Spitz und. Ja, die wurden ja vom Schiff gekidnappt, ne? Ja, ich war dabei, als das passiert ist. Aber ich würde mir trotzdem Schuhe mitnehmen. Oh mein Gott, Jesus fucking Christ, Alter. Ist euch aufgefallen, immer wenn ich mich wirklich ernsthaft erschrecke, dann sage ich jedes Mal Jesus fucking Christ. Geht er doch nicht zurück? Ja, gucken, da war doch was, oder nicht? Du hast es doch auch gesehen. Nein. Ja, Liebe. Das so, war's. Nö. Nein, ich gehe erst hier. Oh mein. Ich weiß nicht, das. Sieht alles richtig aus. Ja, eben, sieht alles richtig aus, aber ich glaube, ich gehe hier. Oh, ich weiß nicht. Ich hab keinen Bock auf deine Scheiße, die du da abziehst. In diesem Moment kann ich definitiv sagen, dass ich diesen scheiß Khan hasse. Genghis Khan? Sogar noch mehr als vor einer Minute. Ne, das sieht so richtig aus. Oh, aber das ist noch ein Bild. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. We love some pictures. Dark pictures, haha. Wer zum Fick ist das? Darf ich das nochmal sehen? Das war Olsen. Ich habe ihn erkannt, das war Olsen. Ah! Okay, ich hab ein bisschen Project Zero gespielt, ich kenne das. Ich hole jetzt meine Selfie-Cam raus. Ne, ich laufe einfach, ich schwör's dir, ich laufe einfach zu richtig. Ich gehe nochmal zurück zur Tür. Ja, tu das mal, wenn du da
da ankommst. Ja, ich komm da schon an. Warte. Da ist mal. Das wird schon, das wird schon. Hm, schön. Pitsche Patsche. Pitsche Patsche, Plitsche Platsche. Spitsch, spitsch, spitsch. Die ist eh verschlossen. Gott sei fucking Dank. So, jetzt kann ich auch. Jetzt kann ich wirklich beruhigt weitergehen. Jetzt ist mir das auch scheißegal. Vielleicht beim zweiten Mal nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee. Und beim nee, nee. Dann der Jumpscare. Nö, nö, sehr gut. So, jetzt kann ich auch in Ruhe schlafen. Ja. Hoffe ich. Jetzt? Ich bin aber gerade am Spielen. Achso, das meinst du, so meinst du das. Ich dachte, du meinst, Real Life. Nö. Ja, guck. Ich mag erstmal das nicht, wenn die Kamera so schnell. Storytime. Internes Memo an alle Stabsoffiziere. Unsere Such- und Rettungsmissionen in der Gegend haben wesentlich mehr Ergebnisse erzielt als erwartet. Unglücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Ui. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in der Wasseraufbereitungsanlage auswendig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleiner Sarg genutzt werden. Plötzlich Kanadier geworden. Oi. Ich schätze, es muss Hawkins sein, der Erbs. Von ihm ist fast nichts übrig. Oi. Ich weiß nicht, was ideal ist, Leute. Aber wenn seine Leiche erstmal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Begräbnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns damit abfinden. Okay, also sind denn die Särge ausgegangen und im Notfall mussten die dann auf größere zurückgreifen. Oh, Gott, habe ich mich erschrocken. Ich wollte rennen und auf einmal sich sein Gesicht so. Ich habe mich voll erschrocken, weil ich die falsche Taste genutzt habe. Ja, theoretisch reicht es ja einfach, die Beine abzuordnen. Ich finde das schön bei dir, weißt du, du denkst praktisch. Nein. Weißt du, Leiche passt sich rein, hacken wir ihm die Beine ab und rennen. Ja, Beine nehmen verdammt viel Platz weg, gerade wenn man so Basketballspieler ist oder so, das ist halt echt scheiße. Hallo! Oh, Jesus! Oh! Meine Liebe! Oh! Gott! Die nutzen die Ratten zur Ablenkung, diese Dreckschweine. Ist dir das aufgefallen? Jedes Mal, wenn da so eine knuffige Ratte zu sehen ist, machen die jedes Mal immer diese Scheiße. Leck mich! Dann geht's von A nach A. Ja, dann geht's von A zu A! Oh Gott! Aber das habe ich wirklich nicht kommen. Nee, ich auch nicht. Dabei ist das Spiel so ein bisschen prädestiniert. Ja, ich weiß nicht. Aber nein, ich habe keine Ahnung. Aber schön, meine Tastatur macht den ganzen Hintergrund rot. Ja. Das ist großartig. Oh nein, hier ist Mambo Jumbo, ne? Ménage à trois. War das Ménage à trois? Ménage à trois? Ménage à trois. Derrière, ménage à trois. Oder er hat Gold gefunden. Und wir wissen ja alle, dass das Gold der giftige Nebel ist. Hast du das Ding aufgemacht und... Oh, oh, oh. Ja. Aber gib mir das Ding, was du in der Hand hast. Hey, ganz ruhig. Komm schon. Niemand muss verletzt werden. Wie er sich zu fragen umguckt. Ich bin mir nicht... Oh, oh. Okay. Okay, ich bin ready. Wir weichen zurück. Hey, ganz greifen ruhig, nicht an. Mann. Alles gut. Nicht angreifen. Ja, mach zu. Kannst du machen. Ist kein Ding. Oder auf. Aber mach unsere einzige Fluchtmöglichkeit jetzt nicht reden, kaputt. Mann. Lästern wir gemeinsam über Weil in einer Rückblende haben wir gesehen, dass es irgendwie... Nein. Da ist schon was kaputt. Mach das nicht. Du denkst, das ist die beste Lösung hier? Er flutet die Scheiße jetzt. Was machst du? Nein, das ist kein Gas, da ist verdammt viel Wasser hinter. Ist das jetzt besser, du Trottel? Oh, der. Fliss, was machst du hier? Reiß mich halt mit in den Dorf. Fliss, was tust du hier? Wie bist du hier gekommen? Lass das Ding los. Oh, Jesus. Bleib hier. Nein, mach keine Scheiße. Das ist meins. Das brauchen wir. Oh Gott, meine Nase juckt.
Nein, nicht. Nicht anfassen, nicht anfassen. Ich muss mich konzentrieren. Fliss, hilf mir. Oh Gott. Boah, ich hätte fast was Falsches gesehen. Ja, großer. Ja, super. Ruhe. Das wird uns helfen. Fliss. Ja. Von dem Typen mit dem wahnsinnigen Vorschlaghammer? Ja, okay, meinetwegen. Aber erst... Oh Gott! Mit dem rechten Stick. Oh Gott, ich habe mit links gezielt. Peng, voll in die Fresse. Du hast doch keine Ahnung, wofür das ist. Welle? Oder ist es einfach schon zu viel Gold losgetreten? Ich weiß es nicht. Mach einfach zu, scheißegal, wir schaffen das schon. Ja, okay, ja, jetzt weiß ich mittlerweile auch, wofür das ist, danke. Befehlend jetzt. Ja, jetzt, mach einfach. Scheiß drauf. Tus, dahinter steht was. Da ist irgendjemand. Ich will nicht wissen, wer oder was oder warum. Oder wieso. Oh, Conny. Oh Gott, wie hätte ich das... Oh Jesus, oh fuck. Oh nein. Oh Gott, ich dachte, ich müsste nur einmal drücken. Was jetzt? Das Spiel hat sich aufgehangen. Gott sei Dank. Oh nein. Oh nein! Conny! Fuck! Nein! Shit! Mann, ich dachte, ich müsste nur einmal drücken. Oh Mann, die haben mir auch viel zu wenig Zeit gegeben. Mist. Shit. Ja, erklär das meiner Schwester. Erklär das mal, Brad, sein Bruder. Scheiße. Toll. Oh, Alter, das fuckt mich jetzt richtig ab. Mann, ich habe so gut gespielt. Und dann muss ich halt diese Mesh-Kacke... Darauf war ich halt wirklich gar nicht vorbereitet. Ich bin nicht dran schuld, du hast gesagt jetzt. Ja, aber Olsen ist auch tot, also von daher easy. Und das Ding ist noch heile. Oh, ja. So gerade so! Holy shit! Boah, ich wette, gleich geht das komplett runter. Soll nicht mal annähern in der Nähe. Shit. Verdammt. Oh, das nervt mich jetzt gerade so sehr, ne? Fucking fuck. Unangenehm. Ach, der Mann, das nervt mich. Das nervt mich so. Das hat mich bei Until Dawn auch genervt. Ey, Mann. Fucking Scheiß, Drecks, Quicktime, Scheiße. Hallo? Oh, unangenehm. Das hab ich verzapft. Gefunden. Ich habe Viereck gedrückt, ich habe viel zu spät gesehen, dass ich mashen musste. Und als ich es gemerkt habe, war das Ding nämlich auch schon kurz vor Ende und dann wollte ich noch und dann ging es nicht. Brad war einer meiner Lieblinge, was? Ja, auf Conny hätte ich eigentlich auch verzichten können, ne? So ist er nicht. Ja. Er ist eine richtige Fickscheiße. Los, roll die Credits, ich habe Scheiße gebaut. Ah, Gott. Jetzt wird man sich zu seiner Konsequenzen erst bewusst. Zu Konsequenzen, das war ein Versehen. Ja, was heißt Versehen? Das war einfach... Ja, ich, bei mir ja auch. Ja, du hast falsch gedrückt. Du nicht. Ich habe richtig gedrückt, aber zu langsam. Also mein Hirn sagte... Wenn du richtig gedrückt hast und er trotzdem gestorben ist, macht es das nicht besser. Ja, nein. Ja, richtig. Lass mich. Okay. Kann losgehen. Yay. Let's ride. Rum, rum. Bitte funktionier einfach nicht. Das wäre jetzt auch großartig. Okay. Nein, die ist auch an Bord.
gut, sind über 50% überlebt haben, aber... Ja, warte mal ab. Irgendwie kann ich mir nicht glauben, dass das alles war. Ich hoffe, weiß nicht, ein Riesenkraken kommt und zieht die runter. Ja. Haben alle verdient, haben ja. alle verdient. Ich sag doch schon alles, was ich weiß. Ich hab Brad nicht gesehen, da war dieser Typ mit Kapuze, das war's. Er war ein Arschloch. Ja. Conny meint es gut. Egal welchen Quatsch er gemacht hat, er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Ja, sie ist halt immer noch stolz auf ihre Zähne, egal ob sie traurig ist. Mein Bruder ist tot, aber bitte guckt euch meine Zähne an. Nach dem ganzen Scheiß, den wir durchgemacht haben, immer noch strahlend weiß. Oh, ich... Und Alex äußert sich nicht über den Verlust von Brad. Wieso ist der Fokus so hart auf Brad gelegt? Steht er wieder auf? Zombie Brad? Ach, fuck you, ey. Ja, reib mir das doch unter die Nase. Lächelt er? Verdammte Scheiße, das ist gruselig, Mann. Fuck, ey. Ja, ach, Mann. Ist das Ende jetzt gut? Ist es schlecht? Es ist eher so ein Mittelding. Es ist ich glaube nicht, dass wir die schlechtesten entscheiden. Oh, warte, wir haben noch jemanden, der sich noch zu Mord zu Wort melden möchte. Ich bin ein bisschen durch den Wind jetzt gerade. Das war's. Game over. Fertig. Ja, zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Du kannst mir den Buckel lutschen. Kein schlechter Versuch. Manche leben, manche sterben. Alles ihre Schuld. Ja. Ich weiß. Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Ich habe eine gefällt, gefällt und gefailt. Oder umgekehrt. Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Das war ihr Jonathan Frank. X-Faktor, das Unfassbare. Geh nochmal an deinen Flachmann ein. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Ja. Das ist unvermeidlich. Also sehen wir ihn in Little Hope auch wieder. Okay, sehr schön. Ich glaube, so, jetzt... das ist wirklich wow. so ein Ding, dass du quasi zu einer Sitzung gehst. Und du halt die ganze Ja, irgendwie sowas. Ja gut, mein kleines Schnellfazit von mir. Ich fand, das Spiel war, wie man es sich vorgestellt hat. Es war ein kleiner, netter Trip. Es war natürlich nicht ganz so lang wie Until Dawn. Dafür ist ja hier der Wiederspielwert richtig hoch, weil mit einer Spielzeit von 5 Stunden, das kann man sich mal am Tag geben, am Abend. Am besten natürlich mit Freunden zusammen genießen, am besten auch mit Leuten, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Ja, ihr werdet von uns, was Man of Madden angeht, die Hauptstory nichts mehr sehen. Wir werden wahrscheinlich noch den einen oder anderen Durchlauf zusammen machen. Aber nur um euch die anderen Endings halt nicht vorwegzunehmen oder so. Vielleicht will der ein oder andere das ja noch selber spielen. Und hier habt ihr unseren Durchlauf gesehen. Ihr werdet es wahrscheinlich viel besser machen als wir. Allerdings habe ich noch einige Mankos an dem Game. Und zwar die deutsche Synchro, die hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen wie jetzt die Synchro in Until Dawn. Die fand ich durchaus besser. Dann haben wir natürlich auch gesehen, dass das Spiel ein bisschen am Rumjiddern war. Man hat gemerkt, dass gewisse Sachen vorgerendert waren, beziehungsweise gewisse Sachen auf eine gewisse Situation schon vorab programmiert wurden. So hat man nämlich so kleine Jump-Cuts mitten in den Stellen und Sätzen gemerkt. Und das war bei Until Dawn halt einfach durchgehend fließend drin, sodass man es gar nicht gemerkt hat. Synchronlautstärke. Ja, genau, die Lautstärke der Synchronsprecher war auch Arsch. Also teilweise haben die laut angefangen und dann, als wenn die dann hinter einer Wand wären. Ja. Und dann ging alles wieder normal. Ja, ja, das hat man ja gerade zum Schluss auch noch ganz gut gemerkt irgendwie. Und Emotionen kamen halt auch nicht so gut rüber. Da, wie gesagt, gefiel mir die deutsche Synchro von Until Dawn besser. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von englischer Originalsynchro. Ich werde mir das Spiel, wenn ich den zweiten Durchlauf bei mir starte, privat, das Spiel auf Englisch spielen. Und ich glaube, da ist Conny auch nicht so eine große Drecksau.
So, Special Thanks to General Producer und dies und das. Jetzt warten wir nochmal kurz ab, bevor es passiert, und dann frage ich dich nach deiner endgültigen Meinung. Ja, kriegen wir noch was? Kriege ich den Mittelfinger auf Shame noch ins Gesicht gedrückt? Mhm. Ich habe Conny auf dem Gewissen, das nervt mich. Das nervt mich tierisch. Das war traurig. Nee, ich sollte das Kapitel einfach nochmal neu starten. Oh Gott, wir kriegen tatsächlich noch was. Danny! Du lebst! Der Arme! Danny lebt! Das war's? Danny ist alleine auf dem Schiff. Holy shit! Jo, das sind ja die Leute, die wir angefunkt hatten, ne? Die großen Dixies. Ja, das ist jetzt so unser Ende. Ja, ja. Ich hoffe es auch, dass es an unser Ende angepasst ist. Bitte hol Danny raus! Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Mach dich nicht lustig darüber, du weißt nicht, was da passiert. Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerettet. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch so Stats oder sowas, aber... Was zur Hölle ist das? Wahrscheinlich danach. Oh, Danny! Oh, nein. Wieso? Oh shit, Danny, was machst du? Die hätten dich mitgenommen, Junge. Danny, du hast Scheiße gebaut. Das ist der Trailer zu Little Hope! Holy shit! Ich sehe zumindest mehr. Weil als wir den YouTube-Trailer gesehen haben. Get over here! Entschuldigung, ich musste das loswerden. Holy shit, okay. War der eine blonde Junge nicht da drin? Das letzte Bild, das wir gefunden haben. Ja, jetzt werde ich... ja, schön, es kommt erst nächstes Jahr, großartig. Ja, okay, Schnitter kriegt man tatsächlich für so eine Scheiße. Fuck! Jetzt wundere ich mich aber wirklich, was die Vision angeht. Sind das einfach Visionen von anderen Dingern auch noch mit drinne? Weil das, was wir da gesehen haben, das kann einfach bei Man of Medan gar nicht sein. Das kann nicht passieren. Für ein blonder Junge. Ja, eben. Es war, sah jung aus. Ja, es könnte sein, dass es halt vielleicht wirklich irgendein Dings zu Little Hope ist. Gut, ich werde auf jeden Fall natürlich versuchen, dieses Spiel zu komplettieren, um halt einfach mehr Sachen noch herauszufinden, weil bis 2020 haben wir noch ein bisschen Zeit. So, jetzt würde ich aber ganz gerne wissen, was ist deine Meinung zu dem Game? Ich fand's schön, wieder in so eine Geschichte einzutauchen, à la Until Dawn. Ja. Klar, es ist kürzer, es hat ein paar Mankos, aber man muss immer bedenken, es ist halt auch kein Vollpreistitel. Ja, eben für 30 Euro. Gut, ich sag mal, dafür kann man einige Sachen nicht entschuldigen. Aber mittlerweile ist es nun einmal so, auf dem Standard, dass Spiele am ersten Tag halt immer schwierig sind, immer noch irgendwelche Fehler haben. Und es ist ja quasi schon... normal, dass dann noch etliche Patches kommen, um kleinere oder größere Fehler zu beheben. Also von daher für den Preis und einfach auch für dieses Genre, das viel zu wenig Liebe kriegt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Genre benennen soll. Es ist das Butterfly-Genre, keine Ahnung. Butterfly-Film-Genre. Das Butterfly-Effekt-Genre. Mit spielbaren Elementen und Entscheidungen. Dafür, dass es halt so wenig Liebe kriegt, freue ich mich auch einfach über jedes Spiel dieser Art. Und das ist definitiv eins der besseren. Ja, das stimmt allerdings. Es gibt auch viele Gurken. Und ich wette, die Synchro im Englischen ist halt auch deutlich anders. Ja, das glaube ich auch. Ich spiele ja, wie gesagt, grundsätzlich spiele auch nur mit englischer Synchro, aber halt für Let's Plays, YouTube und so einen Scheiß lasse ich die Dinge halt immer auf Deutsch. Es gab auch viele unerwartete Schreckmomente. Die positiven Sachen sind auch, das war auch schon mal Until Dawn so, ich liebe die Animation der Gesichter. Die Gesichter sind extrem gut geworden, ja. Ja, ich wette, die haben auch wieder alles Mögliche an Schauspieler da rangeholt, aber ich konnte bis jetzt keinen nennen. Ja, aber man merkt aber auch hier stellenweise, dass halt
wie du schon sagtest, klar ist kein Vollpreistitel und das, dies und das. Ich habe auch das Gefühl, die haben mit einem relativ kleinen Budget drangehangen. Aber das, was sie da rausgeholt haben, es ist okay. Und gerade weil es kein Vollpreistitel ist, sondern für 30 Euro, kann man halt, wie der Modus, den wir gemacht haben, halt diesen Filmabendmodus, man kann halt für 5 Stunden circa, war die Spieldauer jetzt, kann man sich seine Freunde da zusammensetzen, packt ein paar Bierchen raus oder sonstiges und reicht den Controller durch die Runde. Und ihr werdet halt wirklich extrem gut unterhalten. Denn jetzt stellt euch einfach mal eine Situation vor, ihr habt da einen, der will euch unbedingt tot sehen. Und er hat dann halt darüber die Kontrolle. Das könnte extrem interessant werden, gerade mit so einer größeren Gruppe. Das wäre schon witzig. Und das werden wir auch versuchen, irgendwie zu machen, mit einer größeren Gruppe das Spiel nochmal zu spielen. Und ja, falls da Interesse dran ist, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wolltest du noch was sagen? Sonst regel ich einfach auf X. Nichts, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt. Alles klar, dann drücken wir nochmal auf X. Ach und schon. So, genau. Wenn das mit einem kleinen Budget angefangen hat, dann muss man sich überlegen, wenn sich das gut verkauft, dann packen die ja alles in 2020 in das Spiel rein. Also ich denke, man wird Improvements sehen und ich glaube auch, das wird nicht nur eine Trilogie. Nee, also ich hoffe, da kommt super viel. So wie das rüberkommt, wird es wirklich einige Episoden geben können. Ja, also ich muss schon sagen, ich habe auch Schlechteres gespielt für mehr Geld. Durchaus. Ne, also für 30 Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Das hat mich wirklich gut unterhalten. Uns gut unterhalten. Schockmomente haben gut funktioniert. Die Charaktere, okay, muss man mögen, aber nach einer Zeit, man interessiert sich ja doch für die Story, wie es weitergeht und. Wie Narubi sagte, das Spiel hat klar einige Mankos, aber darüber kann man hinwegsehen. Es war jetzt nichts Game-Breaking-mäßiges und wir hatten einfach wirklich durchaus viel Spaß mit dem Game. So, ich bin halt immer noch Doktor der Herzen und du bist Quell guten Rates. Mein Gott. Da hast du dich ja zur Schnüffelnase hochgearbeitet, ey. Zum Quell des guten Rates. Gut, aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne? Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du dabei warst. Oh, vielen Dank, Herr Spyrix. Ich bin ja gerne. Oh ja, großartig. Die ja. 10 Euro kannst du mir später geben. So viel habe ich nicht. Oh, scheiße. Dann lösch okay. Alles. Gut, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Man of Madden, bei der Dark Pictures-Reihe oder bei meinem nächsten Projekt wieder. Also bis dahin, euer Spyrix und die Nairobi. Tschüss, ciao und... Tudelu. Das Tudelu. Du musst richtig rumtüdelören. Ja, verdammte Scheiße, was war das?